sind wir, bis wir die 50 Steine da zusammen haben. Construction Materials Preparation. Sind wir da so hoch, dass wir dann schon bald uns so einen Tiny Shack bauen können. Tiny Shack. Diese kleine Hütte da, diesen Holzverschlag. Kann man leider nur nicht absperren. Das heißt, Sachen können wir da drin nicht in Sicherheit bringen. Ist jetzt die Frage, sollen wir den bauen? Dann hätten wir wenigstens ein Zuhause. Als ersten Unterschlupf vielleicht gar nicht so schlecht. Zumindest mal bis wir so weit sind, dass man ein Haus hier setzen kann. Essen suchen gehen. Wobei suchen müssen wir ja noch nicht mal. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Fast bedeuten, dass je nachdem wie flott wir jetzt hier vorankommen, mit dem Hacken des Steins und dem Schärfen der Steine, dass wir sogar noch in der Folge die Schmiede hier stehen haben. Wir können zwar noch nichts machen, weil unser Mining Skill noch nicht hoch genug ist, aber wir könnten die Schmiede wenigstens schon mal hier herstellen. Oh, sieht doch hübsch aus. Hat was vom Grabenkrieg erst. Ja, Erster Weltkrieg. Grabenkrieg. Naja. Weiter geht's. Wir brauchen ja noch ein paar Steine. Vielleicht auch. Da kriege ich, glaube ich, nur Dreck hier raus. Ne? Da kriege ich, glaube ich, hauptsächlich Erde raus aus diesen zwei Sachen. So, das Eisen müsste jetzt gleich fertig sein zum Ausgießen.
flitzen wir Dapper nochmal zurück. Ach Quatsch. Tatsächlich ist er fertig. Also gleich das nächste rein. Drin sind noch 50. Muss ich glaube ich noch mal schaufeln. Ja, dann kann ich gleich vom Hügel hier nehmen. Das gleich vom Platz her. Ja, die Reihenfolge war ein bisschen, oder das Timing war ein bisschen schlecht jetzt. Deswegen ist es blubbert da hinten ohne Eisen. Weiter geht's. So ist das als Einzelkämpfer, oder besser gesagt, als Einsiedler. Muss man mehrere Sachen mal parallel machen, um Zeit zu sparen. Ist mit ein bisschen Laufarbeit durchaus zu stemmen. Falls ihr euch jetzt gefragt habt, was ich gemacht habe, mit diesem kleinen Schloss kann man dieses Fenster im Vordergrund lassen. Da verschwindet es nicht immer. Wenn man diese Elemente nicht im Blickfeld haben will, wenn man dann in der Steuerung drin ist, kann man das einfach da mit dem Schloss da nochmal wegmachen und dann verschwinden die immer. Ich jetzt nochmal in die Bewegung gehe, ist weg und da ist es wieder. Ich hab's aber lieber, wenn ich sehe. So, schmeißen wir uns gleich nochmal was hinter die Kiemen. Ja, so viel Zeit wird wohl noch sein. Da kann ich die zuerst schleifen, dann ins Monument. Die Baustelle könnte man sich theoretisch schon mal setzen. Dann können wir auch gerade mal schauen, was wir noch alles konstruieren können, um den Construction Skill zu... Ach nee, Quatsch. Ich kann ja die Baustelle noch gar nicht setzen. Ich brauche ja Construction erstmal auf 15, bevor er es setzen kann. Eieiei, was erzähle ich denn da für ein Blödsinn? Aber das können wir trotzdem mal gerade machen, um zu... Na verflixt. Soll's vergessen.
Aufmerksamkeitsspanne einer Stubenfliege heute wieder. Abmontieren. Von daher könnte man hier zum Eindämmen des Berges. Wir brauchen das Ding überhaupt. Sieht doch gut aus. Riesel zwar durch, ist aber egal. Ich brauche einen Hammer. Wer hätte es gedacht? Hier. Oh, das könnte zu schwer werden. Ist zu schwer. Flash. Brauchte, glaube ich, Stöckchen und das nicht zu wenig. Also diese Äste. Yep. Naja, 10 Stück geht ja noch. Der Hammer müssen wir ablegen. Da sind wir noch nicht kräftig genug. Schnappen wir uns mal ein bisschen Holz. Gehen wir noch mal ein bisschen Steine klopfen. Und erst wenn wir die Steine zusammen haben, dann gehen wir an die Zäunchen. Dicke Tanne. Könnte vielleicht doch noch über eine zweite oder über einen zweiten Schmelzofen nachdenken. Ne? Gibt's da nicht. Schon wieder. Wie viele Steine hatte ich jetzt? Irgendwas über 40. Okay, ich guck nach.
Das reicht mit der Ausdauer gerade so. Holz rein. Essen wir erstmal was. Da hinten ist das Silber. Das ja jetzt eingetauscht habe, darf ich das jetzt nicht anderweitig verwenden oder zusammenstecken. Das wäre fatal. Was heißt fatal? Mit dem Handel abbrechen. Hier, gut, dass ich wieder nachgeguckt habe. So, lohnt sich jetzt gerade nicht mehr. Irgendwo hinzugehen. Ich glaube, hier neben dran wäre zu gedrückt. Nicht da die dem zweiten Furnace hinstelle. Richter daher. Dorthin oder dorthin. Die Schmiede dann da. Schon hätten wir nochmal 3 Barren mehr. Und es wird dunkel. Nun muss der Baum hier aber weichen. Lagerstätte bauen. Sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus. Jo, was machen wir? Futter gleich leer. Ich hätte sollen besser noch die Kekse essen. Wenn wir gleich an Construction gehen, hätten wir damit einen besseren Buff gehabt.
Egal. Der Herr kriegt mit Sicherheit demnächst nochmal Hunger. Moment, was haben die für eine Qualität? Muss auch gar nicht so viel Hunger kriegen. Jetzt hätten wir die drei Steine für die erste Schmiede soweit da. Sollen wir noch weiter klopfen gehen oder? Gerade echt massig an Holz. Ich glaube aber die Hardwood-Billets, die brächten mehr. Auf 2 oder 3 auf 3? Moment mal. Das ist eh viel zu nah da dran. Ach verdammt, ich krieg's nicht weggemacht. Die Fensterchen erscheinen nicht. Muss ich warten, bis ich mich nochmal neu eingeloggt habe. Dann geht's wieder. So, der geht weg. Der bleibt. Da kommt einer hin. Machen wir 3 auf 3. Hier nochmal. Du passt. So, beeil dich, muss noch am Eisen gucken. Kupfer. Ist ja gar kein Eis. Sieht wohl glatt danach aus, dass wir es doch in der Folge nicht mehr schaffen. Diese Schmiede zu errichten, wird wohl dann wirklich die nächste. So, ich wollte noch gerade was gucken. Was für eine Qualität hast du denn? Eins.
Okay, dann gehen wir ein paar Äste sammeln. Alleine mal 30 Äste für die eine Seite. Nochmal 30. 90 Stück. Oh, bin ich ein bisschen mit Sammeln beschäftigt. Alle Bäume mal abklappern. Sammeln wir die zwei noch ab. So langsam wird's dunkel. Da hinten geht die Sonne hinterm Berg unter. Gar nicht mal so langsam. So, wie braucht man jetzt 14? Komm, wenigstens 20 zusammen möchte ich jetzt noch zusammenkriegen. Wie viel mir das dann bringt. Beide die gleiche Quali. Toll. Außerhalb des Bildschirms. Yay, Qualität von 1. Das müsste, glaube ich, der hier sein. Ja. Na hier. Okay. Gut, haben wir noch ein bisschen Zeit. Essen. Na, steht's. Juhu, 0,17. Oh, 0,67, das ist doch mal was. Das war noch ein. Sieben. Oh, das war noch ein. Ah, okay. Aber wenigstens ein klein bisschen mehr.
Müssen wir nächstes Mal hingehen und in ordentliche Nahrung investieren. Komm. Ne? 2,2. Das sind 0,05 mehr. Warum nicht? Da. War ja klar, stimmt. So, perfekt.